Ich würde ja wirklich gerne wissen, wer bei DM oder Trended Up sitzt und sich diese Produkte überlegt. Es gibt so viele Neuheiten und ehrlich gesagt habe ich es noch nicht geschafft, sie zu testen. Deswegen machen wir das heute. Wir haben so viele Trended Up Neuheiten, so viele. Wir sind inspiriert durch Produkte und wir werden einfach mal schauen, was das Ganze kann. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, denn ich habe hier verschiedene Produkte aus dem, ich glaube, es ist so ein kleines Sortiments-Update von Trended Up gewesen. Und das ein oder andere Produkt habe ich auf Social Media schon entdeckt, andere wiederum noch gar nicht. Und wenn ich sie mir so angucke, denke ich mir, ich weiß nicht warum. Deswegen bin ich heute für euch da, um sie für euch zu testen. Wir haben Foundations, wir haben Puder, wir haben, das ist schon ziemlich, ziemlich inspiriert von, ich bin sehr gespannt. Los geht's. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Wir starten ins letzte Quartal. Dieses Quartal müssen wir noch mal ein bisschen nachholen. Deswegen freue ich mich, dass wir direkt hier gleich starten. Vielleicht habt ihr ja schon einige der Produkte getestet. Dann schreibt mir unbedingt und vor allem auch uns in der Community euer Feedback in die Kommentare. Das hilft nämlich nicht nur mir, sondern auch allen anderen. Und wir starten, glaube ich, auch mit dem ersten. Und das ist dieses Schätzchen hier, da habe ich gemixt Reviews gesehen. Das ist der Smooth Glow Fluid Filter mit Vitamin C und Squalan. Lichtschutzfaktor 30, kommt in einer Glasverpackung mit einer Pipette. Ich habe mir drei verschiedene Farben gekauft, damit wir einfach mal schauen können, welche es sind. Eine Sache wollte ich euch zeigen. Wenn die Produkte etwas länger stehen, dann separieren die sich. Ich glaube, ihr könnt sehen, dass hier oben das Weiße ist und unten das Pigment. Einfach ein bisschen schütteln, ein bisschen pumpen und dann mische ich das Ganze schon wieder. Ich habe die 20, die 30 und die 40 gekauft. 20, 30 und die 40. Was mir sofort auffällt, ist, dass die Textur sehr, sehr dick ist und der Applikator fast viel zu dünn ist. Also es ist sehr, sehr dünn. Wirklich spannende Untertöne. Die 20, die 30 und die 40. Der ist ein bisschen orange-pinkiger und der andere ist recht dunkel. Ich glaube, ich mische die 30 und die 40 mal zusammen, um ein recht gutes Match zu haben. Er ist nicht parfümiert. Er riecht ein bisschen nach Sonnencreme, wenn ich ehrlich bin. Er ist sehr, sehr dick. Ich hatte erst gedacht, dass das so ein bisschen eine Alternative zu dem von Charlotte Tilbury ist. Nee, das ist eine Foundation, würde ich sagen. Also, ich sehe hier keinen Schimmer. Es fühlt sich sehr dick an, aber da bin ich gespannt. Arbeite mir das Ganze mit dem Foundation Brush erstmal auf einer halben Seite ein und dann schauen wir mal. Also die Textur ist wirklich sehr dick, schon fast so ein bisschen wachsig, wenn ich ehrlich bin. Aber Packaging ist eigentlich ganz süß. Smooth Glow. Extra leichte Fluid Filter sorgt für ein ebenmäßiges Erscheinungsbild der Haut und ist dabei feuchtigkeitsspendend. Mit Vitamin C, Squalan und Aloe Vera für einen natürlichen Glow. Okay, wir probieren es mal aus. Also kommt das rüber? Das ist sehr, sehr dick. Stempel mir das Ganze mal ein und baue mir das auch mal auf. Ich will erstmal gucken, wie viel wir damit hinbekommen. Farbe ist okay, ja gut, da habe ich jetzt nicht die richtige Mischung hinbekommen. Darüber reden wir nicht. Ist ein bisschen orange, ne? Auch schon sehr glowy. Okay, also, das ist sehr glowy. Ich arbeite mir das jetzt nochmal mit dem Schwamm ein und nehme so ein bisschen überschüssiges Produkt weg. Deckkraft würde ich sagen, ist recht hoch oder medium, weil so ein paar Unebenmäßigkeiten kommen durch. Aber das ist schon sehr glowy. Also hier habe ich wirklich das Gefühl, dass es so ein. Es hat so ein bisschen was von. Ich habe mich eingecremt, ne? Finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele ein bisschen zu viel ist. Wir warten mal ab, bevor wir hier jetzt hier urteilen, Maxi, ne? Kurz mal überlegen. Es sieht, muss ich sagen, es sieht wirklich leicht auf der Haut aus. Also ich kann das nicht erkennen, dass hier etwas drauf ist. Das ist aber auch so ein bisschen der Textur geschuldet, die auch leicht einzieht. Also. Ich würde sagen, das ist eine leichte Foundation mit sehr viel Glow, die du gut aufbauen kannst. Ich würde das, glaube ich, nicht mit etwas kombinieren, sondern wenn, dann nur das tragen. Weil ich glaube, dass das reicht. Also ich meine, gut, farblich, ne? Habe ich mich jetzt so ein bisschen mit dem Dekolleté angepasst. Mir gefällt es auf den ersten Eindruck. Ich wüsste aber noch nicht, wann ich das so trage. Weil das ist sehr, sehr viel Glow. Das ist mehr als die Mesauda Foundation. Erinnert ihr euch? Dann könnt ihr die Textur natürlich auch nochmal sehen. Also, das ist schon wirklich sehr glowy. Es sieht skin-like aus. Es sieht schon ein bisschen aus wie Haut. Ich kann jetzt nicht bestätigen, dass es zu viel ist. Das Einzige, was ich merke, aber das ist kein Problem von dem Produkt, sondern von uns.
kleine Katzenhaare, die so dann kleben bleiben, weil die schon sehr, sehr sticky ist. Also die musst du abpudern, die kannst du nicht einzeln tragen. Ich würde die definitiv abpudern. Sie oxidiert auch ein kleines Stück, was ich jetzt nicht so schlimm finde, wenn man das weiß. Das ist sehr glowy. Aber ist hübsch, irgendwie. Einzige Problem, was ich mit glowy habe, und das ist komisch, dass es aus meinem Munde kommt, aber muss ich natürlich dazu sagen, je glowiger die Foundation ist und je leichter die Deckkraft ist, desto unregelmäßiger sieht das Ganze aus. Weil das Licht einfach unregelmäßig gefangen wird, müsste das Ganze nochmal probieren, vielleicht in eine andere Foundation mit reinzumischen, um der nochmal so einen kleinen Pflegeboost zu geben. Alleine würde ich das so nicht tragen. Da bin ich ehrlich, das ist mir persönlich sogar schon zu viel. Ich glaube, wenn man jetzt noch mit einem matten Concealer und mit einem Bronzer und allem Möglichen arbeiten kann, dann wird das gar nicht so schlecht. Aber ich muss mir das Ganze nochmal anschauen, nur damit ihr schon mal so ein bisschen gesehen habt. Bevor wir weitermachen mit diesem Schätzchen hier, und da muss ich mal drüber reden, habe ich eine ganz, ganz tolle Sache für euch. Und zwar gibt es endlich Refills von Jepoda, die ihr ab sofort jetzt haben könnt. Von euren beliebtesten Produkten endlich Refills. Ich hasse es, wenn meine Produkte leer sind. Und ich bin ehrlich, mich nervt der ganze Müll. Kommt verpackt nochmal, es muss Glas produziert werden, was sehr viel Energie kostet. Der Pumpspender muss neu produziert werden. Das kostet nicht nur Geld, sondern es kostet vor allen Dingen auch Ressourcen. Deswegen hat Jepoda jetzt zu vielen, vielen, ich glaube sogar fast allen, alle, bei denen es möglich ist zumindest, Refills gemacht. Und das Coole ist, die Verpackung ist wie bei den Masken, die ist biodegradable. Also ihr könnt sie einfach wegwerfen und die zersetzt sich mit der Zeit. Das Ganze super einfach. Einfach oben aufreißen, in eure Flasche einfach auffüllen und dann könnt ihr das Ganze wegwerfen und ihr spart damit Unmengen an Müll. Ich finde, es ist eine gute Sache, gerade wenn man vielleicht so ein paar Backups haben möchte, gerade wenn man vielleicht so eine kleine günstige Sparaktion wie diese hier haben möchte. Einfach diese Sachets aufbewahren, die nehmen nicht viel Platz weg. Es ist gut zu verstauen und wenn dein liebstes Produkt leer ist, kannst du es einfach nachfüllen. Also es ist eine wirklich tolle Sache. Wir haben den Double Bubble beispielsweise. Wir haben die neue The Night Light Cream. Wir haben die The Make My Day Cream. Wir haben die The Daylight Cream. Die habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Ich habe die schon so lange hier. Wir haben den Purify Hero und wir haben die Midnight Magic Cream. Und in einem TikTok habe ich euch neulich den The Mist Have aufgefüllt. Also es ist wirklich alles mit dabei. Es ist so, so einfach. Und es ist natürlich auch, weil ihr natürlich nicht für die Verpackung noch mitbezahlt, deutlich günstiger nochmal. Und ihr könnt mit meinem Rabattcode auch nochmal was sparen. Also schaut gerne mal vorbei, wenn ihr Refills haben wollt zu euren liebsten Produkten. Oder wenn ihr einfach nur mal ein bisschen Geld sparen wollt, empfehle ich euch die Refills. Eine Frage an euch. Habt ihr Lust, dass wir den Adventskalender von Jepoda dieses Jahr nochmal besprechen? Ich habe ihn nämlich gestern hierher bekommen. Vielleicht habt ihr darauf Lust, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Und schaut bei Jepoda einfach vorbei. Ihr findet dort wirklich großartige Korean Skincare. Sehr effektiv, sehr, 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 sehr einfach gemacht für euch. Denn ich weiß, wenn jemand noch nicht so geübt mit Hautpflege ist, ist es manchmal schwierig, die richtige Reihenfolge zu finden. Und ihr findet auf den Jepoda-Produkten, auch auf den Refills, diese einzelnen Schritte. Beispielsweise Step 5. Ihr wisst also von 1 bis 5 bis 6, mittlerweile gibt es, glaube ich, habt ihr verschiedene Schritte, die ihr machen könnt und habt immer die richtige Reihenfolge, die so auch am effektivsten ist. Also schaut da gerne mal vorbei, denkt an den Rabattcode und ja, es tut der Umwelt wirklich was Gutes, weil einfach Tonnen an Versandmaterial, nicht nur von Korea, ne, es muss ja auch von Korea nach Deutschland geschippt werden immer wieder, sondern auch Ressourcen gespart werden wie Plastik, Glas und Energie. Also schaut gerne vorbei. Ich bin jetzt nochmal kurz an die Schminksammlung gegangen, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich das noch habe, aber ich habe Tatsache noch einen gefunden. Wir schauen uns jetzt mal hier die Dewy Cream Blushes an. Die kommen in so kleinen einzelnen Päckchen. Ist süß, schöne Farben. Wir haben etwas ein bisschen kühleres, ein bisschen eher so meins. Wir haben einen sehr, sehr spannenden Ton, die 030. Jetzt so ein bisschen in die bärige Richtung. Und einen, den hätte ich im Frühling richtig schön gefunden. Diesen hier. Auch sehr schön. Auch gar nicht so poppig. So, aber ich habe das gesehen und das ist mir sofort aufgefallen. Also manchmal, ne, manchmal schaffe auch ich es, Sachen zu übersehen. Aber hier ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Wenn wir uns jetzt mal ganz uninspiriert diese beiden Schrifttypen anschauen. Fenty Beauty Cream Cheeks Out Blushes und diese hier. Das ist sogar derselbe Schrifttyp. Also hier ist es offensichtlich, in welche Richtung wir gehen wollten. Es kann natürlich auch nur ein absoluter Zufall gewesen sein. Ich wollte es nur mal gesagt haben, dass die Schrift sogar sehr, sehr inspiriert ist. Vielleicht ist das ja eine günstige Alternative. Ich habe die schon lange nicht mehr benutzt. Ich benutze sie auch nicht mehr, weil die mit Sicherheit schon so abgelaufen sein werden.
Ja, 12 Monate. Ich wohne ja hier schon 36 Monate in dem Haus. Deswegen goodbye damit. Aber für sowas ist es immer mal ganz gut, so ein bisschen was aufzuheben. Es gibt übrigens noch was anderes. Das fand ich auch ganz spannend. Es gibt Erweiterungen der Matte Blushes. Auch hier in zwei verschiedenen Farben. Einmal die 220 und die 210. Eher so ein bisschen was Schlichteres, würde ich mal sagen. Ihr habt hier hinten wieder so einen Schwammapplikator. Da kommt das Produkt auch schon. Das ist so ein Baby Hot Pink. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Den kann ich mir gut vorstellen, wenn man den sich so ein bisschen hier hingibt. Für helle Haut glaube ich sehr gut. Die Basis ist weiß. Bei dunkler Haut funktioniert das nicht. Einfach um hier so ein bisschen Pink mit reinzukriegen. Um den Concealer vielleicht ein bisschen pinkiger hinzukriegen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Die Texturen, die kennen wir, glaube ich, schon. Die sind eher so ein bisschen matt. Also die haben jetzt nicht extra Glow. Das Problem ist bei den beiden Farben jetzt. Ich gucke mir die Farbe jetzt auch nochmal an schnell. Ja, der ist auch. Sie sind so ein bisschen pastellig. Seht ihr das? Das Problem bei denen ist, dass die auf einer weißen Basis sind und weiß halt immer. Also, ich würde sagen, ich bin die Grenze der Dunkelheit der Haut. Weil je dunkler ihr seid, desto heller sieht das dann aus und dann habt ihr so einen gräulichen Film. Also, wenn ihr sehr, sehr hell seid, könnte das funktionieren. Oder man mischt sich das mit rein. Ich denke mal, dass diese hier ein bisschen besser auf meiner Haut jetzt auch funktionieren werden oder auf dunklerer Haut. Da bin ich gespannt. Das ist die Farbe 020, die ich jetzt mal benutze. Sehr, sehr cremig. Sind auch dewy. Und die setze ich mir hier hin. Oh, war ein bisschen mehr Bums dahinter. Setze ich mir ein bisschen höher. Das war definitiv zu viel, muss man wissen. Haben aber eine ganz, ganz andere Basis. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also hier siehst du eh gerade kaum mehr was. Hier, die sind ein bisschen intensiver von der Textur her. Gehe nochmal ein bisschen hier in den roten. So langsam habe ich auch das Gefühl, dass die Foundation sich ein bisschen gesettelt hat. Also die ist ein bisschen runtergegangen, hat ein bisschen eingezogen. Deswegen können wir sie auch gleich einmal fixieren. Und dann sieht es wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Also die Matte Blushes sind mir zu weiß, ehrlich gesagt. Die sind natürlich schon intensiv, ne? Ich finde, das ist auch sehr on trend gerade. Aber du kannst sie gut ausblenden, ne? Also so intensiv sind sie nicht. Wenn ihr schon so schön nah dran seid, dann fixieren wir das Ganze doch einfach mal. Ich habe jetzt keinen Concealer benutzt, das mache ich einmal fix. Fixiere das Ganze mit ein bisschen Puder, das ist das Huda Beauty Powder. Du musst es fixieren, würde ich sagen, sonst ist es einfach viel zu viel Glanz. Ich nehme jetzt nochmal hier das Puder von Charlotte Tilbury einfach rüber. Und dann gefällt mir das eigentlich ganz gut. Es sieht sehr natürlich aus, es sieht jetzt auch irgendwie nicht crusty oder cakey aus, oder? Nee. Im Allgemeinbild, ja. Die Blushes haben mich ehrlich gesagt jetzt so ein bisschen enttäuscht. Wir haben aber noch das hier. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Erneuerung. Das ist die Face Perfection Set Palette von Trended Up. Die gibt mir so richtige 2016er Vibe. So, als ich mit YouTube angefangen habe, waren das so die Standardprodukte. Deswegen gehe ich jetzt hier einmal in den Bronze Ton, den ich eigentlich gar nicht mehr brauche. Also, die ist nicht parfümiert, sondern die riecht einfach so nach Eigen. Duft ist schon sehr warm, die Farbe. Und oben rüber gehe ich dann nochmal mit dem Blush. Ja, so kriege ich ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht. Ehrliche Meinung, ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen zu spät. Wir kennen die Liefersituation aktuell, aber vom Feeling her sind das alles Produkte, die ich hätte gerne im Sommer gehabt, wenn ich ehrlich bin. Das gibt mir jetzt noch nicht die richtigen Herbst-Vibes. Weder die Farben, also Orange vielleicht, aber es ist eher so ein Pastell geworden. Sehe ich eine leichte verlorene Chance bei diesen Produkten. Es geht aber noch weiter, deswegen, ne? Wir schauen mal. Also die Smooth Glow Liquid Filter Foundation Fluid Filter muss ich mir noch mal ein bisschen genauer anschauen. Es sieht jetzt im Allgemeinbild, gefällt mir das Ganze sehr gut. Auch in Kombination mit allem. Die Haut ist strahlend, die Haut ist so ein bisschen ausgeglichen, aber nicht zu doll. Sie braucht definitiv Puder. Und ich kann mir vorstellen, dass sie nicht Ewigkeiten halten wird, weil einfach sehr, sehr viel Skincare mit drin ist. Also klar, es zieht ein bisschen ein, aber wenn du sehr ölige Haut hast, glaube ich, ist das nichts. Dafür ist sie einfach zu reichhaltig. Wobei es dann wieder im Winter funktioniert. Der Heizungsduft. Schreibt mir mal bitte eure Meinung zu der Liquid Filter Foundation in die Kommentare. Wir machen jetzt aber weiter und zwar auf den Lippen. Die sehen nämlich ein bisschen crusty aus und das fand ich sehr, sehr spannend. Das sind nämlich die Tasty Toffee und Soft Bonbon Lip Glaze Oils, ein Glossy Finish. Kommt in so einer kleinen Verpackung. Haben mir ehrlich gesagt auch hier so ein bisschen Road Peptide Lip Treatment Vibes gegeben. Von der Verpackung und von der Farbe. Ich habe den pinken vorhin schon mal probiert. Den fand ich ganz spannend. Der hat, ja, der hat, also der hat keine Farbe, würde ich sagen. Ne? Der ist so ein bisschen transparent. Sehr, sehr glossy. Ich will jetzt unbedingt aber die Farbe Toffee probieren. Das pflegende und feuchtigkeitsspannende Lip Glaze Oil von Trended Up verleiht den Lippen einen zarten, getönten, glossy Look mit reichhaltigen Inhaltsstoffen wie Squalan, schwarzem Johannisbeeröl und Traubenkernöl. Das Lip Glaze Oil kombiniert reichhaltige Pflege mit dem shiny Finish eines Lipgloss. Okay. Es riecht ganz, ganz leicht. Es riecht wirklich so ein bisschen nach Toffee. Da bin ich optimistisch. Da bin ich wirklich optimistisch. Wunderschöne Farbe. Den mit einem braunen Lip Liner kombiniert für einen Herbstlook.
Nice. Fühlt sich gut an. Nicht rutschig, nicht schmierig. Geschmack sehr reduziert. Und das ist jetzt sehr viel. Deswegen mache ich einmal so. Dann hast du noch so ein bisschen was. Das hinterlässt auf den Lippen diesen, so ein, nicht Film, so ein, ja doch, ähnlich wie ein Film, der aber so bleibt. So ein bisschen glossy. Es ist ähnlich wie die Weine, Inks, aber nicht so doll. Pflegewirkung kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Diese Farbe super, super gut. Den in Kombination mit einem braunen Lip Liner vielleicht. Ja, den mag ich dann. Der ist neutral, ne? Aber der gibt Farbe ab bei dunklen Lippen. Wirklich wunderschön. Ja, da habe ich mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken gemacht. Ich habe aber noch andere Sachen bestellt. Allerdings von Essence. Die haben auch, weiß nicht, was dieses Jahr los war. Ich glaube, Lieferschwierigkeiten. Kamen so viele neue Sachen raus. Schaut euch das mal an. Das sind Color Corrector von Essence. Super, super gut. Oder so ein Dreier-Puder. Muss ich auch nochmal testen. Also abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Im Moment kommen wirklich jetzt einige Videos hinterher. So, wir haben noch was für die Augen. Auch da bin ich gespannt. Das sind die Luxe Lit Liquid Eyeshadows. Ich habe sie hier in zwei Farben. Einmal in 020 für so einen Schimmerlook. So ein bisschen pinky, ein bisschen rosa. Und ich denke, das wird eher so meins, die 030. Komm, Mäuschen, das geben wir uns doch hier mal direkt drauf. Von dem erwarte ich, dass der schnell und einfach geht. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal so. Einfach mit dem Finger ein bisschen aufs bewegliche Lid. Muss man, glaube ich, ein Stückchen antrocknen lassen. Der ist sehr flüssig noch. Aber von sowas bin ich ja wirklich ein großer Fan. Von diesen ganz, ganz einfachen Lidschatten. Einfach nur so ein bisschen aufs Auge tupfen, verblenden. Pigment aufbauen, die sind recht leicht. Hätte ein Stückchen dunkler sein können, glaube ich. Blend das Ganze ganz leicht aus. Nicht spektakulär, es blendet sich nämlich so ein bisschen ins Nichts. Sehr, sehr einfach. Leider ein bisschen schwach, würde ich sagen. Hätte ein bisschen mehr Bums haben können, glaube ich. Ne? Und du musst aufpassen, dass es nicht fleckig wird. Gebe nochmal ein bisschen was hier rauf. Kann man aber aufbauen. Einfach für so ein bisschen Farbe. Ich muss mal gucken, was habe ich die? Ich habe die 20 und die 30, was die 10 war. Ich mag sowas. Ich bin nicht ehrlich, ich mag sowas. Dazu einfach eine schöne Wimperntusche. Habe ich auch noch eine. Bei der Wimperntusche hat Trended Up sich auch nicht lumpen lassen. Auch das ist uns bekannt. Gibt es von vielen verschiedenen Marken. Die Twisted Length and Volume Mascara. Du hast hier einmal die Wimperntusche. Schwarzes Bürstchen. Und wenn du hier unten drehst, dreht sich das Bürstchen ein. Haben wir schon einige Male gesehen. Jetzt gibt es das auch von Trended Up. Trennt die Wimpern sehr, sehr gut. Macht sie nicht dick, macht sie nicht klumpig in der gedrehten Version. Auf der anderen Seite machen wir mal. Oh, ich habe mich verschluckt, aber ich weiß nicht woran. An meiner eigenen Luft. Also da würde ich sagen, die braucht zwei Schichten. Bleibt dabei, aber wirklich immer noch sehr, sehr fein. Macht jetzt nicht so dicke, so die Firework-Mascara. Ne? Die macht ja so wirklich so ein klumpiges Look. Das hier ist sehr fein. Die in Braun bitte. Lidschatten, ich glaube, ihr seht es. Der ist so ein bisschen fleckig, aber das sieht aber halt auch nur so aus aufgrund der Farbe. Aber ich muss da leider sagen, nee, der ist zu wenig. Also gerade der dunkle, ne, den rosanen habe ich jetzt nicht getestet richtig. Der ist dunkel, aber er ist nicht dunkel genug, um ihn gleichmäßig aufzutragen. Beziehungsweise schade, um ihn einzeln zu tragen. Ne? Klar, wenn du jetzt einen dunkelbraunen Lidschatten noch in die Lidfalte geblendet hättest, dann wäre es, glaube ich, okay. Aber für mich sind das so schnell und einfach Produkte und das war halt schnell, aber halt nicht schön. Mascara gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Base gefällt mir jetzt in Kombination sehr, sehr gut. Es gibt auch noch, das fand ich ganz gut, es gibt jetzt die Slim Line Brow Definer. Wasserfest, bis zu 10 Stunden Halt, sind wie die Benefit Brow Liner. Sehr, sehr feine Spitze. Damit kannst du so einzelne Härchen nachziehen. Ist recht cremig, aber nicht zu cremig. Ne, Augenbrauenstifte, da würde ich auch immer eine günstige Version bevorzugen eigentlich. Wasserfest. Gibt es in verschiedenen Farben. Bin gespannt, was ihr zu dem Look sagt. Base gefällt mir ganz gut. Ich glaube, ich muss sie noch so ein bisschen genauer testen. Lidschatten hat mich leider enttäuscht, obwohl ich da sehr viel Hoffnung reingesetzt habe, weil der mir einfach zu fleckig ist. Also der ist nicht gleichmäßig genug. Lipglazes, super. Super Alternative zu den von Rode im Vergleich, was den Look angeht. Ne? Pflege kann ich nicht beurteilen. Auch gut. Nicht für meine Hautfarbe, für hellere Haut sehr, sehr gut. Die Cream Blushes, die kann man sich mal anschauen. Die sind gut für günstiges Geld. Super einfach in der Tasche. Nehmen nicht viel Platz weg, wenn ihr vielleicht in Urlaub fahrt oder so. Ich mag sowas ganz gerne. Ich mochte die von Fenty ja auch. Vielleicht habt ihr Ahnung, was das Sortiment so ein bisschen angeht. Ich war tatsächlich wirklich lange nicht mehr im DM durch den Urlaub und durch die Reisen. Deswegen. Ist das das neue Sortiment? Kamen einfach dieses Jahr immer so einzelne Produkte raus? Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sehen uns in ein paar Tagen, würde ich hier sagen, wieder.
Oder? Ich freue mich sehr. Schaut unbedingt bei Jepoda vorbei. Denkt unbedingt an die Refills. Es ist eine gute Möglichkeit, einfach ein bisschen günstiger nochmal an die Produkte ranzukommen, wenn ihr sie schon habt und die Verpackung vor allen Dingen schon habt. Und es ist zeitgleich, und das ist der Fokus natürlich, auch deutlich, deutlich nachhaltiger. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder.